Herrlich, herrlich, herrlich. Da bin ich wirklich ehrlich. Ahahoho, Hüstel, würde mein Vater jetzt wieder sagen. Der hat immer ziemlich interessante Sprüche drauf. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, was mein Vater früher mal gesagt hat, wenn meine Familie an den Fernseher wollte und ich habe noch PlayStation gespielt? Dann hat er immer gesagt, so mein Lieber, jetzt machen wir doch mal Knipsumint. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Los, schieß! Es ist nah, aber sieht uns nicht. Barry war mal gucken. Oh, wir müssen hier wieder raus, merke ich gerade. Oh, ich sterbe. Das wusste ich nicht. Wir dürfen nicht zu lange im Gas sein. Das muss mir doch einer sagen. Das kriegst du die letzten zwei Sekunden, bevor du hier stirbst, raus. Weißt du? Also. Ach übrigens, dieses Gas ist todesgiftig. Also so wie wir jetzt hier gestorben sind, das geht ja auf keine Kuhhaut, ey. Barry, nimm doch mal die dicke Wumpe, wenn du eh schon keine Munition verbrätst. Lass es uns doch tun, bitte. Mit dieser geilen Weapon. Muss ich jetzt nochmal alles basteln? Nee. Okay, okay, okay. Let's do this. Aber ich muss nochmal alles einsammeln. Oh, das ist ja auch nervig. Huxleberry, kannst du gleich eigene Munition? Achso. Entschuldigung. Dann gib mir mal das. Ich muss es ja doch nochmal kombinieren. This and this. Was soll das? Ah, das Gewehrmunition. Dann gib mir mal hier deine Chlorrolle. Davon haben wir jetzt eigentlich auch schon genug. So, Barry. Jetzt kannst du hier nochmal durchladen. And then we walk again. Sruse, Dusty, Rusty. Underground. Gas. Du bleibst lieber hier, Süße. Nö. Oh nein, ich komme mit dir mit. So sieht's nämlich aus. Da hier unten sowieso nichts los ist, renne ich da jetzt einfach durch. Dieses Mistzeug willst du nicht einatmen. Okay. Halt, stopp. Da war noch was. Wie ist meine Anzeige oder sowas? Wie unter Wasser? Ist da so eine Luftanzeige, dass man weiß, ah, so sieht's aus. Das können wir noch. Jetzt können wir hier noch rumlaufen oder nicht. Aber das hat halt schon zu viel verlangt hier. Bleib mir die Spucke weg. So, und noch einmal. Laufen wir hier durch. Und ich hole erstmal hier den Dings. Wie, jetzt ist der nicht mehr da? Was für ein Schwachsinn. So, weiter, weiter. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Holen Luft. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja hier Bronchitis, the game. Der Lungensimulator. Los, Barry. Jetzt will ich aber mal ein bisschen Knarren-Action sehen hier von dir. Du hättest nicht umsonst dich hier auf ihr Level, du Pfeifenheinz. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. So, sie kommen. Here we go. Da ist erstmal Action angesagt. Hier kommen sie auch alle schon. Barry? Wäre schön, wenn du mal herkommst. Komm mit mir! Oh oh. Hilf mir, Barry! Sei mein Freund! Ah. Sei mein Freund, Barry! Komm Barry? Mit mir. Ja, dann komm doch bitte auch. Und schieße diese Menschen hier nieder. Diese aussehen, als wären sie nicht mehr ganz frisch. Ey, Barry, ist doch nicht dein Ernst. Ich hab doch dein Dings jetzt aufgeskillt. Jetzt kommst du mir hier mit dem Messer. Na los. Oh, Barry. Du hast den Schießbefehl. Here we go. Zeig doch mal was. Und Monster. Bitte. Los. 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 Ach, Barry, ist doch nicht dein Ernst. Das ist also das tolle, aufgeskillte. Wahnsinn.
Ich bin beeindruckt, also wirklich. Das ist ja wirklich die absolute Nonplusultra-Fähigkeit. Weil ich gebe ihm die Magnum, wäre ein Schuss, ein Treffer. So, ich muss den jetzt erschlagen. Ach nee, der ist ja schon gestorben. Alter Barry, das ist ja nicht wahr. Das geht ja auf keine Kuhhaut, was du hier abziehst, ey. Ja, und bitte. Und bitte. Und bitte. Und. Und gib ihm. Aber hallo jetzt hier. Los. Oh, Barry, ey. Ja, das ist doch mal KI, die begeistert, oder? Also. Ja, und hier, nur Ruff da. Der Junge lebt doch kaum noch. Oh, danke, Barry. Du bist mir echt ein Pfeifenzweisig, ey. Ach, nee. Herrlich. Das macht doch Freude. Halt den Sabbel. So, Barry. So einfach kann das Leben sein. Einfach mal mitdenken würdest. Einmal. Zweimal. Und wieder zurück. Oh, Natalia denkt schon mit. Sie ist nicht doof. Also, die hat anscheinend eine bessere Routine als du, aber die darf ja leider keine Waffen tragen. So, auf ein neues. Auf ein neues Abenteuer stehen wir alle drauf. So, und durch jetzt hier. Los, da hoch. Da ist die Luft wieder rein. Hier hält man nichts von Blähungen. Hier lässt man Taten sprechen. Map. Manu, wird jetzt entlüftet oder was? Oder schnallt das jetzt wieder zurück? Das sieht mir so nach Zeitschloss aus. Gucken wir doch mal. Warum eigentlich keine Karte mehr? Ich habe doch vorhin eine Karte aufgesammelt, oder nicht? Hm, merkwürdig. So, Barry, guck mal hier. Und guck mal da. Und na gut, mehr habe ich nicht für dich. I'm so sorry about that. Okay, ist keine Zeitschaltuhr. Wir gehen. Und nehmen diesen Stein mit. Ah! Stinkst, lass mich in Ruhe. Aber ich jetzt nur, wo ist hier was aufgegangen? Ach hier. Guck mal. Barry! Was auch immer du treibst, ich bin weg. Komm, Barry. Komm mit mir. Und zwar hurtig. Hurtig ist das Gegenteil von rumstehen. Barry. Komm mit mir. Komme. Please come. Barry. Could you please come hierher? Nicht allein gehen. Ja, so ist besser. Spart Munition und Zeit. Pfeifenzeisig. So, was ist hier los? Unangenehme Stille breitete sich aus. Ist das jetzt der Turm? Sag mir bitte, dass das der Turm ist. Komm. Es geht immer noch tiefer und tiefer. Ja, ist die Mine. Sie ist da. Ach, wir gehen gar nicht mehr in den Turm. Naja, können wir auch gar nicht. Ist ja kaputt. Ah, Fox. Denke, bitte, bitte. Haben wir hier was? Nö. Ich glaube, wir haben ja nichts eingesammelt. Schade. Aber wenn der Waffentisch hier ist, dann gibt es jetzt hier gleich Rabatz. Das steht schon mal fest. Nehmen wir hier mal noch ein paar Sturmgewehrmumpeln mit. Aber wir wissen ja nie. Hast du jetzt gerade Maschinengewehr in der Hand? Also, Barry. Wenn du das auch mal benutzen würdest. Ich trage es. Denn es gibt mir Kraft und lässt mich gut aussehen. Magnum Ammunition, die brauchen wir aber, mein Freund. Die können wir jetzt hier nicht einfach so liegen lassen. So. Zack und drin damit. Und schon sieht das ganz gut aus.
fühle mich zwar nicht super gewappnet jetzt für den Kampf, aber... Ja, meine Güte. Da schlimmer sein können. Lift. Dieser Fahrstuhl könnte uns runterbringen. Aber er braucht eine Aktivierungskarte, die nur ein fähiger Mitarbeiter besitzt, der früher hier gearbeitet hat und jetzt als Zombinoid durch die Gänge streift. Deswegen lasst uns nach ihr suchen. In diesem Sinne einen wunderbaren Aufenthalt. Das ist ein Ventilationssystem. Wenn wir es zum Laufen bringen, beseitigt es vielleicht das Gas für uns. Aber ist das jetzt wichtig? Also, ach so, da unten, wa? Ja, gut. Hast du recht. Dann machen wir das mal. Gucken wir mal, was wir denn hier so finden können. Und Barry, du schießt jetzt, ne? Das ist klar. Ich dachte, die Rollenverteilung wäre klar abgesprochen gewesen. Aha, da liegt einer. Da ist eine Kiste. Da steht einer. Hey, hallo Leute. Geht's euch gut? Ich bin Zombie George. Und ich kann ihn natürlich von hier aus nicht töten. Na klar. Das leuchtet natürlich ein, oder? Kann ich überhaupt irgendwas treffen? Die Kiste kann ich treffen, aber ihn kann ich nicht treffen, oder was? Glaube ich ja nicht. Oh, scheiße! Ihr habt die Magnum in der Hand. Ach, kacke! Warum wollte ich doch gar nicht? Ach, naja. Was soll das? Hey, den kann ich ja wenigstens mal töten. Das ist grandios. So, Pippi. Du hier bleiben. Bleib, wo du bist. Okay. Okay. Ich geh mal runter. Krabbelpiet. Der Krabbelpiet. Bin ich hier oben eigentlich sicher? Nein. 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 Ich hab doch gesagt, du sollst oben bleiben. Oh, jetzt muss ich die da erstmal wieder hochbringen. Mäuschen, wir gehen hoch. Aber wir kommen gar nicht mehr hoch. Jetzt aber, jetzt hier schnell nach oben. Komm hoch hier. Folge mir! Komm hoch! Schnell! Folge aber mir! Aber rot dich! Ja. Ich hätte dich jetzt hier nicht, von den Toten, wiederbeleben müssen. Sehr gut. So, warten. Bleib, wo du bist. Warum nicht? Hör doch mal, wenn ich was sage. So, da ist eine Tür. Ich gehe jetzt gucken, ob die Tür in Ordnung ist. Du bleibst bitte da. Bleib, wo du bist. Warum denn nicht? Bleibe doch da einfach. Elektronisches Schloss. Da kommen wir nicht rein. Hier kommen wir rein. Komm, hieb auf. Haben wir ja schon aufgehoben. Okay, das spare ich jetzt mir mal ganz fix. Geht's hier denn irgendwo lang? Scheiße, es wird schon ganz dunkel hier. Okay, zurück. Zurück! 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 Oh, beweg dich! Barry! Oh, keine Schande, mein Freund, ey. Ich flipp sonst aus. Hoch! Oh, hoch hier! Folge mir! Oh, was kannst du denn jetzt hier nicht... Sei doch nicht so. Schieb mich nicht hin und her. Mag ich nicht. Respektiere mich als Autoritätsperson. Hätte schon wissen, was hier gut für uns ist. Ah! Frankie. So, jetzt wartet. Diesel mich mal ein. Sackgasse. Natürlich. Natürlich. Zurück. Lassen krabbeln. Komm, lassen krabbeln. Lass ihn krabbeln. Käfer lässt man auch krabbeln. Hoch da. Okay, zwei Dead Ends. Könnte man sagen. Das könnte ich vielleicht noch schieben. Na klar, da hinten. Sehr gut. Na gut, so war das jetzt eigentlich alles nicht geplant. So, ich versuche das jetzt hier mal zu schieben. Na, 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 na. Always look on the bright side of life. Na komm, ein Stück wirst du ja wohl noch kriegen jetzt hier. Schieb doch mal. Ja, können wir wenigstens alle mal hier gesund und munter an die Oberfläche kraxeln. Ein bisschen Luft holen. So, ich hatte doch jetzt eine Flasche aufgesammelt. Am I right? I am right. Und das kombinieren wir hiermit. Wupp.
Mal wieder eine mehr. Ja, sehr gut, sehr schön, sehr gut, alles wunderbar. Aber hier raus natürlich nicht, also muss ich das noch weiterschieben. Habe ich das Gefühl. Wir schieben! Barry schiebt. Eine ziemlich verrostete Lore. Die mehr über den Boden kratzt, als dass sie rollt. Was gibt's hier zu sehen? Brauche deine Hilfe! Super. Man könnte meinen, dass wir jetzt unter Zeitdruck handeln. Du bleibst mal hier, ja? Bleib da! Bin ein bisschen beschäftigt. Was denn? Spielst du Taschenbillard oder was? Ich bin ja gerade ein bisschen beschäftigt. So, komm. Jetzt sind wir mal hier. Aber Anna. Ja, und dann drei, natürlich. Hier. Ist jetzt nach jedem aufgeschlossenen Ding erstmal wieder Luft holen, ey. Ist ja furchtbar. Hier, da ist jetzt nichts Gutes drin. Tja, also. Bleibst du jetzt hier oder bist du immer noch beschäftigt? Ich will jetzt gar nicht wissen, was du so treibst. Wenn ich nicht gucke. So. Das könnte hinhauen. Ja. Komm, jetzt wagen wir mal was. Wir wagen mal was. Und? Jawohl. Einsammeln. Und raus hier. Aber flott. Stinkt nämlich schon ganz schön. So. Jetzt ist nur wieder die große Frage, was hat es uns gebracht? Auch wieder eigentlich nix. Knöpfchen könnten wir nicht drücken. Ja, mal hier hoch nochmal und atmen. Da war ich drin, hier war ich drin. Da komme ich nicht rein. Da stellt sich mir doch jetzt echt die Frage, da muss doch was hinten sein. Und wenn ja, warum habe ich es übersehen? Das ist doch sowas wie so ein kleines Kontrollräumchen, oder nicht? Aber hier ist gar nichts drin. Überhaupt nichts. Kann man mal Luft holen. Okay. Leute, habe ich was übersehen? Ich denke nein, aber anscheinend muss ich ja was übersehen haben. Und das Lustige ist, ich komme ja da auch nicht mehr hoch. Und jetzt nicht ohne weiteres. Okay. Da ja sowieso hier keiner auf mich hört, renne ich jetzt nochmal in diesen Tunnel hier hinein. Da scheint ja auch noch was zu sein. Hier ist doch auch noch irgendwas. Hier wäre noch Magnum-Munition. Nimm das Magnum-Kack damit. Danke. Zurück. Flink. Das ist auch noch so eine Schiebelore. Alles klar. Jetzt erübrigt sich die Frage, wo es weitergehen könnte. Es könnte auf jeden Fall da weitergehen. Barry, ich komme mal wieder zu dir. Kannst du vielleicht hier bleiben? Bleib, wo du bist. Tut mir leid. Gut. Mir tut das auch so leid, ey. Naja. So, jetzt drücken wir hier nochmal. Weg, 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 weg. Nee. Oh fuck, zurück! Zurück! Lauf! Ja, ich weiß! Ich hab's gesehen! Wow! Wow, 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 wow! Ferkel, ey, du bist ein Ferkel! Das Spiel mag uns nicht leiden tun. Nicht. Niemals. Nicht. So, was hat er denn jetzt hier beschützt, behütet und beäugt? An sich? Wow, okay. Wow, 2005er M. Würde mich natürlich jetzt doch interessieren. Das gucke ich mir erstmal an der Werkbank an. Um gut zu wissen, dass wir die jetzt besitzen. Ich glaube schon, dass die ein bisschen mehr
Kavusalpat. Kavusemp. Bromolab. Hier ist eine Sackgasse, ja, das weiß ich. Aber wir kommen hier hoch. Guckt euch das mal an. Da ist auch nochmal Ammunition hierfür und dafür und dortfür. Langsam wird's eng hier. Langsam wird's eng hier. Bin ich denn verletzt? Nö, bist du verletzt? Nö. Jetzt hätte ich uns noch so ein Ding da geben können. Dann... Ach komm, hier stinkt eine Chemikalie. Auch weg damit. Wichtig ist mir jetzt eigentlich nur die Mumpel-Packages hier. Ist hier drüben noch irgendwas? Ja, Tatsache. So, dann gehen wir mal hier durch. Ist jetzt hier auch schon wieder Stinkerei angesagt? Boah, nee, oder? Das glaube ich ja jetzt alles nicht. Das glaube ich wirklich alles gerade nicht. Das ist ja jetzt wirklich absolut... Wow, okay. Okay, lauf! Lauf! Und da hinten ist auch noch ein Werfer und da ist noch ein Werfer. Okay. Langsam verstehe ich, wie die Welt hier funktioniert. Aber ich will es nicht wahrhaben. Wo ist Mumpelbär, der Stinkende? Da ist er. Oh, scheiße. Okay, okay. Now we're talking! Und zurück. Lauf! Oh, ich konnte die Blume, glaube ich, gar nicht einsammeln. Scheiße. Lauf! Raus hier! Oh. Wir haben Showman gemacht. Solltet ihr sehen, Natalia? Wahnsinn. Können wir auch die stinkende Chemikalie wieder aufsammeln. Schade, ich habe die rote... Oh. Mein Telefon klingelt mal wieder. So langsam wird's ja richtig peinlich. Jetzt klingelt doch schon zum dritten Mal mein Telefon. Und das während der kompletten Serie. Das ist mir in keiner anderen Serie so oft passiert. Ich glaube, ein einziges Mal wurde ich tatsächlich unterbrochen. Hier gleich dreimal. Das muss ich auf jeden Fall ändern. Ich werde mir was überlegen. Nichtsdestotrotz sind wir noch immer im Finale und es ist, man muss es so sagen, fast schon etwas knackig. Drum lasst uns mal sehen, was da noch kommt. Bis dahin.